Und das sind wir wieder bei Pokémon Mystery Dungeon, Team Rot. Ja, im letzten Part, da haben wir wieder ein paar Sachen erledigt. Dieses Mal gab es keinen komischen Traum. Und da ist Ivy auch schon. Morgen, Denise. Oh, ich bin etwas verwirrt gerade. Was ist denn mit dir los? Bist du etwa noch am Schlafen? Hallo! Oh, du hast seltsame Träume. Ach doch, wir haben doch einen seltsamen Traum gehabt. Was ist denn so seltsam an ihnen? Denise erzählt Ivy von den Träumen. Hm, in Ordnung. Denise, du hast gesagt, dass du eigentlich ein Mensch bist, nicht wahr? Vielleicht stehen diese Träume in Verbindung damit, wie du ein Pokémon geworden bist, Denise. Du, Denise, was hast du vor? Möchtest du wieder zu einem Mensch werden? Es ist wahr. Ich habe bisher nicht darüber nachgedacht, aber möchte ich wieder ein Mensch werden? Ich weiß es nicht. Wie, was hast du denn? Kannst du dich nicht entscheiden? Na, wie auch immer. Es muss dir einfach besser gefallen, hier mit mir zusammen zu sein, nicht? Auf jeden Fall wollten wir doch heute zum Pokémon-Platz gehen. Stimmt, wir wollten zu Knuddeluff-Club. Weißt du noch? Wir wollen doch wissen, wie wir neue Mitglieder in unser Team aufnehmen können. Lass uns gehen. Okay. Stimmt, jetzt habe ich den Anschluss wieder. Wir haben im letzten Part Dick da vom Stahlberg gerettet. Und haben dabei die Hilfe von Magnetilo gebraucht. Und ja, da Magnetilo so hilfreich war, wollten wir die in unser Team aufnehmen. Allerdings können die nicht und deswegen wollten wir jetzt zu Knuddeluff. Jetzt bin ich wieder im Bilde. Hallo! Willkommen im Knuddeluff-Club, wo das Motto herrscht, Partner sind die knuddeligsten und besten Freunde. Ach, ist das dein erster Besuch hier? Ah, ich verstehe. Du bist in einem neuen Retterteam, nicht wahr? Da bist du hier genau richtig. Ich verkaufe Partnerareale für Mitglieder von Retterteams. Da du heute das erste Mal hier bist, schenke ich dir zwei Partnerareale. Und los geht's. Knuddeluff, Knuddeluff. Partner sind die besten Freunde, Luffy. Oh Gott, was bitte? Herzlichen Glückwunsch. Wildebene ist jetzt offen. Und Hochnebelwald ist auch offen. Du kannst jetzt Pokémon anwerben, die in diesen beiden Partnerarealen leben. Wie man neue Teampartner anwirbt? Also kämpfst du gegen ein Pokémon, das ein Partnerareal du besitzt? Bewundert es dich vielleicht und möchte dein Freund werden? Dann fragt es dich, ob es deinem Team beitreten darf. Versuch's doch mal. Wenn du Partnerareale verteilst, kannst du dann meinem Freund Zugang zu dem Areal Kraftwerk gewähren. Ich will nämlich ihrem Retteteam beitreten. Okay, verstanden. Das wird heute deins. Knuddeluff, Knuddeluff. Das muss man nicht nochmal sagen. Herzlichen Glückwunsch. Kraftwerk ist jetzt offen. Ja, jetzt kann ich dem Retterteam beitreten. Hurra. Sehr schön. Entschuldigung, ich weiß, dass mein Freund euer Angebot gestern ausgeschlagen hat. Doch nachdem er noch einmal darüber nachgedacht hat, entwickelte er ein überwältigendes Verlangen, eurem Team beizutreten. Ich entschuldige mich dafür. Wärt ihr bereit, meinen Freund in euer Team aufzunehmen? Na, hör mal. Wir waren es doch, die deinen Freund in unserem Team haben wollten. Von daher würde ich es einfach großartig finden, wenn sich dein Freund einschließen würde. Sehr gut. Vielen Dank. Bzzz. Gib dein Bestes und steh deinem Teampartner nicht im Weg. Bzzz. Yeah, ich werde mein Bestes geben. Hurra. Bzzz. Süß. Wir haben jetzt einen Magnetilo im Team. Ja, natürlich geben wir Magnetilo einen Kosenamen, wenn wir schon einen Magnetilo hier haben. Dann geben wir ihm auch einen Kosenamen. Die anderen haben ja schließlich auch Kosenamen. Wir nennen es einfach mal Tilo. Ha. Ja. Ich werde mich im Partnerareal Kraftwerk aufladen. Wenn ihr mich in eurem Team braucht, holt mich im Kraftwerk ab. Okay. Tschüss. Sehr schön. Der Weg links von der Retterteambasis führt zu den Partnerarealen. Da ist ein Schild an dem Weg links von der Retterteambasis. Überhaupt nicht zu verfehlen. Das sind alle Geschenke für heute. Wenn du mehr Partnerareale mehr haben möchtest, musst du sie dir kaufen. Okay, alles klar. Was hast du denn so gerade im Angebot? Tiefgrünberg könnten wir uns holen. Das ist relativ billig. Und ich würde sagen, wir holen uns einfach gleich mal ein paar, damit wir ganz viele Pokémon anwerben können. Ja. Mehr können wir gerade nicht holen. Oh, mehr können wir gerade nicht holen.
Danke sehr, komm bald wieder. Wir sind alle Partner, alle Freunde Partner. Huch, was ist denn da los? Das sieht nach einem Auflauf aus. Bitte helft meinem Freund. Bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall, dafür arbeiten wir nicht. Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß, bitte. Hallo, was ist denn hier los? Der Aufruhr hier? Papunga bittet um eine Rettungsmission, aber erfolglos. Seht ihr den da? Den in der Mitte mit der spitzen Nase? Das ist ein Pokémon namens Tengulist. Er hat ein eigenes Retterteam. Aber sein Team ist gierig. Sie arbeiten nur dann, wenn die Bezahlung fürstlich ist. Papunga bettelt um Hilfe, aber das arme Pokémon tut mir leid. Warte! Oh, was ist denn? Oh, das ist der Simsala. Das ist Simsala. Kann es sein, dass du sehr kaltherzig bist? Um den Freund von Papunga zu retten, braucht es einen starken Wind. Eure Blätterventilatoren können problemlos einen solchen starken Wind erzeugen. Es wird nicht schwer für euch sein. Helft diesem Pokémon. Na gut, wir machen's. Oh, scheint nicht sehr lieb zu sein. Wow, dieser Tengulis hat sofort eingewilligt, ohne Diskussion. Sag mal, wer ist das überhaupt? Was? Das weißt du nicht? Das ist Simsalas Team. Sie sind das berühmteste Retterteam der ganzen Umgebung. Das ist Glurak. Sein Flammenwurf kann Berge schmelzen. Und das ist Despotar. Er ist mächtig stolz auf seinen gepanzerten Körper und seine große Kraft. Und das ist der Anführer Simsala. Simsala mag keine körperlichen Angriffe. Er kämpft mit psychischen Kräften. Er ist gesegnet mit einem enormen Gehirn und einem IQ von 5000. Es heißt, er hat sich alles gemerkt, was hier auf der Welt geschehen ist. Simsala gibt in diesem Team die Anweisungen. Er ist der Anführer. Du, danke. Du musst mir nicht danken. Es sollte selbstverständlich sein, dass man dir hilft. Wenn dich wieder jemand abweisen sollte, lass es mich wissen. Pass auf dich auf. Cool. Ich hatte nichts anderes erwartet von einem Retterteam mit Goldrang. Hä? Was ist los? Was ist? Nichts, es ist nichts. Lasst uns gehen. Wow, ich hatte richtig Angst. Cool. Puh, Denise, wir müssen auch so werden wie die. Am besten, wir werben ganz viele Teampartner an und werden ein Retterteam erster Klasse. Nicht, wenn ich was dagegen tun kann, Kicke. Oh, Gengar. Ja, wir haben gerade unseren Gegner gesehen. Am nächsten Morgen. Oh, wir pennen schon wieder. Wir pennen mehr, als wir arbeiten. Echt. Ja gut, egal. Auf geht's. Guten Morgen, Denise. Und da kommt Philippa Post an. Was ich noch sagen wollte, Glurak, Despotar und Simsala sind auch so drei Pokémon, die ich absolut gerne mag. Die ich gerne im Team habe, weil die einfach super stark sind. Und deswegen finde ich es klasse, dass es so ein tolles Retterteam da gibt, das aus diesen drei Pokémon besteht. Und ja, was haben wir denn? An Post Rettungsjobs annehmen, lesen. Willst du einen Rettungsjob starten, der am Infobrett der Pelipper-Post aushängt oder als Post im Briefkasten liegt, nimmst du den Job erst mit okay an und wählst dann ausüben. Nur so kannst du Rettungsjobs annehmen. Erledige angenommene Jobs schnell. Pokémon-Rettungsorganisation. Okay, das lagern wir auch mal. Dann haben wir da noch ein paar Jobs. Wir machen die Donnerhallhöhle heute. Und da ich einen Partner anwerben will, nehmen wir heute mal niemanden mit. Wir werden jetzt erst einmal schauen, dass wir ein bisschen wieder zu Geld kommen und unser Inventar aufräumen. Oh Gott, Entschuldigung. Und deswegen werden wir hier jetzt Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. So. Was haben wir denn hier? Wirbelob brauchen wir nicht. Ja. Dann der Plus-If-Samen. Ja. Und was brauchen wir noch nicht? Eigentlich das Weißgummi würde ich gerne behalten. Das können wir nämlich unserem Partner geben.
So, davon brauchen wir auch nichts. Weil Äpfel haben wir jetzt gerade mehr als genug im Moment. So, hat der denn interessante TMs? Und auch keine interessanten Orbs, schade. So, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, können wir noch kurz zu Kangama. Und die Items, wieder mal lagern, die viel zu viel drin sind. So, Amrena-Beere haben wir einmal, zweimal. Die zweite lagern wir mal. Bevor wir als Zimmer einkaufen, können wir uns da welche holen. So, Belebersamen haben wir auch nur einmal. Sehr schön, große Apfel haben wir einmal. Oder? Ne, zweimal, aber das ist ganz praktisch so. Sinnelbeere haben wir fünfmal. Und Top-Elixier haben wir ganz oft. Zweimal nämlich. Und noch einmal im Lager, glaube ich. Aber ich würde sagen, so passt das, was wir dabei haben. Wobei es jetzt noch relativ einfach ist, kann man sagen. Gut. Hallo Lombrero, hast du noch was Neues zu sagen? Simsalan, seine Begleiter waren absolut cool. So muss ein wahrer Held auftreten. Übrigens, in letzter Zeit können wir uns gar nicht mehr entwickeln. Wisst, dass wir Pokémon uns entwickeln, wenn die Umstände günstig sind. Aber aus irgendwelchen Gründen ist das im Moment einfach nicht möglich. Man sagt, das liege an den Naturkatastrophen, aber was geht wirklich vor? Okay, die Pokémon können sich nicht entwickeln. Schon gehört, ein neues Trainingszentrum wurde eröffnet. Dojo heißt es oder so ähnlich. Es wurden doch so viele Retterteams gegründet wegen all der Naturkatastrophen. Eine Gruppe von besorgten Pokémon will diese Retterteams unterstützen. Also haben sie sich zusammengetan und dieses Dojo gebaut. Es ist ganz einfach zu finden. Folge einfach diesem Pfad nach Süden, dann siehst du es schon. Wenn du auch ein Retterteam hast, dann solltest du das Dojo unbedingt mal besuchen. Ja, das können wir aber erst im nächsten Part machen, das will ich heute nicht machen. Simsalas Team hat den Goldrang, ist das nicht irre? Ihr seid doch auch ein Retterteam, nicht wahr? Was ist euer Rang? Nichts Großes. Da hast du wohl recht. Es klingt vielleicht harsch, aber ihr seht wirklich nicht wie etwas Besonderes aus. Das zeigt umso mehr, wie großartig Simsalas Team ist. Boah, dankeschön, halt die Klappe. So, wir holen uns jetzt erstmal aber wieder ein bisschen Geld. Haben ja schließlich einiges zurückgelegt für diesen Moment, nämlich für Partnerareale. Und da würde ich einfach anfangen, die billigsten erstmal zu kaufen. Dann machen wir mal Pilzwald. Nehmen wir mal. So, damit gehört uns jetzt der Pilzwald. Welche haben wir denn noch? Ich würde sagen, weil wir noch so ein bisschen Disziplinberg können wir uns eigentlich holen. Aber ich würde lieber den Wandlerwald holen, ja. Erstmal die billigen und dann können wir immer mehr sparen für die teureren. So mache ich das immer in allen Dingen, in denen man irgendwas kaufen kann. Immer erst vom billigen zum teuren. So, 900 haben wir jetzt. Dann holen wir uns am besten noch den Dschungel. Wenn wir schon Geld ausgeben, dann bitte richtig, danke. So, perfekt. Der Dschungel ist jetzt offen. So, dann damit können wir uns jetzt keine weiteren mehr holen. Und schon wieder ist der Fehler passiert. Ja, dankeschön. Das restliche Geld legt man am besten aber auch wieder ab. Das wäre, denke ich, am besten. Und jetzt können wir bei Pelepopost noch nach neuen Shops suchen. Infobett. Okay, das holen wir uns. Das holen wir uns. Wir nehmen einfach mal alle. Ich bin einsam und traurig. Oh. Wir können uns nicht mehr nehmen. Schade. Dann würde ich sagen, welchen können wir ausüben? Ausüben. Mehr können wir scheinbar aber nicht nehmen. Oh, den. Moment. Info, was ist das? Später machen wir den. Dann machen wir jetzt erstmal die in der Donnerhallhöhle. Und danach später ist dann Kleinhain und so weiter und so fort. Wir erledigen erst immer ein paar Aufgaben und dann können wir uns immer noch um die Hauptstory wieder kümmern. So, Donnerhallhöhle. Da können wir nämlich jetzt auch ein paar Leute Pokémon anwerben. So, auf geht's ins Dungeon, damit heute noch ein bisschen Action stattfindet. Hallo? 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 Boah, hey, Mann. Ich dachte, vielleicht magst du mich, aber nö, Nidoran mag uns nicht. Aber vielleicht Ratzfratz.
Nö, Ratzpratz haut auch noch ab. Moment. Halt! Jetzt will das Menü nicht mehr aufgehen. So. Tja, Ratzpratz, wenn man abhaut, dann passiert einem das hier. Okay, da ist kein Raum. Hier aber. Und hier ist auch gleich die Treppe. Perfekt. Hallo! O2. Die dürften aber eigentlich nicht zu weit gehen, die Dungeon hier. Also ich glaube, 2 oder 3 haben wir angenommen jetzt. 2 oder 3 Missionen hier. Von daher müsste das ganz fix gehen. Wenn wir mal schnell vorankommen. Ja, doch. Geht ganz schnell. Hallo? Du hast deine Zielebene erreicht. Perfekt. Jetzt muss man nur noch nach unserem Klienten hier suchen. Und damit können wir auch einen Apfel aufnehmen. Yay! Apfel! Hallo? Hier scheint aber niemand zu sein erstmal. Oh, ein Ratfratz, das wir gleich besiegt haben. Sind wir schon so stark? Okay. Oh, wo könnte denn das arme Pokémon sein? Da ist Wampel. Ja, wir wollen Wampel retten. Dankeschön! Sagt das Wampel, Dankeschön! Nein, 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 wir wollen weitergehen. Ja, auch wenn ich immer noch finde, dass die, hier die Fenster echt doof irgendwie gemacht sind oder so. Wir haben eine weitere Zielebene erreicht. Das Pokémon befindet sich auch schon im gleichen Raum mit uns. So, Augenblick, bevor ich jetzt aber das mache. Schauen wir noch mal. Missionsziele, danach brauchen wir noch eins, okay. Gut, nur dass wir nicht gleich rausgehen, obwohl wir noch nicht fertig sind, oder nicht rausgehen, obwohl wir schon fertig sind. Je nachdem. Nein, möchte ich nicht verlassen. Ja, ich möchte fortsetzen, danke. Oh, Voltoball hebt das Item Girock 4 auf. Wenn das Voltoball meint, dass es das machen will, dann soll es nur tun. Boah, ey, du scheiß Mistviech. Und da war es mit dem Girock 4. Hallo, wir wollen dich nur angreifen. So. Jetzt müssen wir nur in die nächste Ebene kommen. Es ist paralysiert. Ich verstehe nicht, warum das... Oh, jetzt haben wir aber einen Voltoball im Team. Sehr schön. Dem geben auch einen Namen. Nämlich Volto. Ja, sehr einfallsreich, ich weiß. Aber hey, neuer Teampartner. Sehr schön, das meinte ich nämlich. Wenn man dann Pokémon besiegt, dann... Moment. Dann können die zu Teampartnern werden. Eben, Iwi. Magst du das nicht essen? Okay. Wir sammeln noch das Geld ein bisschen ein. Mein... Moment, Moment. Wir müssen ja in U5, glaube ich, genau. Um Elekid zu retten, mal wieder. Irgendwie sind dauernd Elekids davon betroffen, was hier so passiert, aber gut. Ah! Hallo, Elekid. Ja, wir haben dich gerade gefunden. Ja, natürlich, mach mal. Nehme ich jetzt gleich im Anschluss. Geh mal zurück zur Ebene. Oh, diese Fenster, die regen mich auf. Jedes verdammte Mal verdrücke ich mich. Hallo, Wampel. Vielen Dank für meine Rettung. Hier ist die Belohnung, 100 Poké-Dollar. Team von dir. Und wir halten Girock Brock 10. Hätten wir aber nicht unbedingt gebraucht, aber gut. Hallo, Sonnenkern. Vielen Dank für meine Rettung. Hier ist die Belohnung, 200 Poké-Dollar. Wow. Und 500 Punkte. Das müssen wir dann aber auch bald mit dem Rang aufsteigen. Vielen Dank für meine Rettung. Hier ist die Belohnung. Belebersamen, wie versprochen. Sobald die Sammelbox voll ist und wir Belohnungen kriegen, werden die ja in ins Lager gesandt. Das ist ganz praktisch. So müssen wir, so gehen die nicht verloren. Weil, ja, wir können halt auch nur... Ja. Okay, da wurde uns gerade noch den Hinweis gegeben, wenn wir Teampartner suchen wollen, müssen wir in die Areale und so. Und ja, jetzt sind wir fertig mit diesem... mit diesen Aufträgen. Am nächsten Morgen.
sind aber schon wieder wach. Und dann würde ich auch sagen, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.